charakterstark, irrsinnig kreativ und eine Getriebene. Du bist ganz schön verschlossen, finde ich. Bin ich das? Ja. Wir arbeiten seit 8 Monaten zusammen und ich weiß nicht, woher du kommst oder was du willst. Wenn Macht zur Passion wird, gehen Frauen über Leichen. Zumindest bei Kultregisseur Brian De Palma. In seinem Suspense-Meisterwerk Passion liefern sich Noomi Rapace und Rachel McAdams einen brutalen Machtkampf. You know, there's some commentary on. Der Film beschäftigt sich mit dem Thema Ehrgeiz und der Frage, was du bereit bist zu tun, um es ganz nach oben zu schaffen. Es gibt harte Konkurrenz und du musst eine Getriebene sein. Ein kleiner Kater, stimmt's? Nein, nein. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und ich denke, ich hab's. Du hast es. Those characters are so trapped. Die beiden Frauen sind in dieser Welt gefangen, in der Welt der Werbung und großen Anzeigenkampagnen. Sie müssen immer absolute Höchstleistungen bringen, vollen Einsatz und die brillantesten Ideen. Wir zwei sind ein tolles Team. Ja, ich arbeite zu Hause daran weiter. Du bist verrückt. Das liebe ich an dir. Im Grunde ihres Herzens ist Isabelle davon überzeugt, dass sie besser ist als Christine, dass sie noch mehr Erfolg haben kann. Es ist wie ein Tanz zwischen den beiden. Hallo Isabelle. Hallo Dirk. Ich muss jetzt los. Die Hauptfigur Isabelle hat eine einzigartige Idee für einen wichtigen Spot. Und damit beginnt das Drama zwischen Isabelle und Christine. Wir sind total aus dem Häuschen von dieser Idee. Wir alle lieben es. Wir denken sogar an die große internationale Schiene. Es fing an mit dieser witzigen Idee, die ich mitten in der Nacht hatte. Schon seltsam, dass es manchmal so läuft. Im Grunde terrorisiere ich sie bis zu dem Punkt, an dem sie zusammenbricht. Und sie sich an mir rächen will. Wie ist es so mit ihr? Worauf steht sie? Sie liebt Spielchen und steht auf Überraschungen. Es geht um Passion, um Leidenschaft. Doch die Frauen konkurrieren auch miteinander und sind unglaublich manipulativ. Sie versuchen mit allen möglichen Mitteln, mit Machtspielen, mit erotischen und emotionalen Spielchen, ihre Machtposition zu sichern. Wieso? Ich habe gelernt. Ich habe genau hingesehen, wie du mit Situationen umgehst. Und ich tat, was du gemacht hättest. Ihr ist nicht ganz klar, wozu Isabelle in der Lage ist und auf welch gefährliches Spiel sie sich beide einlassen. Da staunst du. Ich bin das. Du scheinst Dirk zu suchen. Er ist irgendwie übel gelaunt. Ich weiß gar nicht, wieso. Wir zwei sitzen nicht zu Hause und sehen uns ganz entspannt einen Film an. Ich meine den hier. Als Isabelle klar wird, dass Christines Waffen und Werkzeuge so viel feiner und raffinierter sind als ihre, treibt sie das an den Rand des Wahnsinns, an einen sehr dunklen Ort in ihrem Inneren. Sie ist extrem clever und manipulativ, aber man sieht das Unheil nicht kommen. Der Film ist so konstruiert, dass man nicht weiß, wer den Mord begeht, bis das Rätsel gelöst wird. Was ist Sein und was Schein? Bis der letzte Vorhang fällt, führt De Palmas geschickt inszenierter Erotik-Thriller den Zuschauer immer wieder auf die falsche Spur. Spannung bis zur letzten Sekunde ist mit Passion garantiert. Ab 2. Mai im Kino.